wir machen unser eigenes Geld. Das sieht perfekt aus. Das ist perfekt. Jeder braucht Geld. Zwei Kleinganoven, Frank und Atris, versuchen ein krummes Ding zu drehen, kommen dabei aber in Kontakt mit Größen der kriminellen Welt aus allen Himmelsrichtungen. Dass einige dieser Stadtgorillas in 48 Stunden nicht mehr im Leben sein würden, war so nicht geplant. Der Schlüssel, um den sich alles dreht, der zu einem Wertfach führt am Berliner Hauptbahnhof, in dem eine Menge Geld liegt. Ist das Geld hier? Wäre es eine gute Idee, das Geld hier zu lassen? Nein! Das Geld ist woanders. Wo denn? Woanders. Da habe ich das Geld hingelegt. Dass dieser Schlüssel unter Umständen verloren geht, die nur durch eine erhebliche Menge von Schmutz oder etwas drastischere Substanzen behoben werden kann. Jetzt musst du eigentlich nur noch einen Schlüssel finden. Die beiden Hauptdarsteller sind Jungstars des deutschen Kinos, Markus Schneider und Janis Niewöhner. Mein Freund Frankie war verschuldet bei dem Silberrücken Alcatraz. Das war nicht komisch. Willst du sterben? Nö! Der eigentliche Star von Asphaltgorillas ist aber, glaube ich, der Darsteller eines der orientalischen Paten, nämlich Kida Ramadan. Nimm deine dreckige Schlampe und verpiss dich! Nenn sie nicht Schlampe. Wenn du jetzt gehst, dann brauchst du nie wiederkommen. Kida Ramadan verleiht dem Film Asphaltgorillas das Glamour eines echten Patenfilms, eines Kriminalepos. Mag einer von euch den Hassan? Ich habe ihn noch nie gemocht. Was mit euch? Seine Preis verdammt immer so hoch. Ja, ist immer zu hoch. Ich bin nach Dr. Kor. Fast alle kennen das Kotti, wie man in Berlin sagt, als einen Ort, an dem sich Drogenkuriere, Kleinkriminelle und Touristen gute Nacht sagen. Und in dieser Gegend spielt auch ein wesentlicher Teil von Asphaltgorillas. Du weitermachst und an das Glück glaubst, dann passiert etwas völlig Unerwartetes und die Sache dreht sich wieder. Ganz offensichtlich sollen wir dieses gefährliche oder zumindest ein bisschen in Berlin mit ethnischen Ecken und Kanten in Asphaltgorillas auch noch einmal sehen. Ja! Es geht drunter und drüber, der Humor funktioniert für meine Begriffe nicht. Im Grunde ist das kein Film, den man empfehlen würde. Allerdings finde ich, dass er auf einer anderen Ebene sehr interessant ist, denn er erzählt sehr deutlich davon, dass das deutsche Kino Schwierigkeiten hat, interessante Geschichten zu finden und sich deswegen immer wieder auf Milieus stürzt, von denen man erwartet, dass dort einfach ganz simpel gesagt noch etwas los ist. Und das ist in dem Fall eben das türkisch orientalisierende Berlin. Mein Auto! Wir haben es gewagt, meine Liebe zu klauen. Wo ist mein verdammter Auto? Wer allerdings einen gut erzählten, interessant ironischen Gangsterfilm erwartet, wird wohl enttäuscht werden. Manchmal muss man genau das machen, bevor man am meisten Angst hat.